Solche Aktionen sollte ich mir insofern schenken, dass ich dann nicht mehr weiß, welche Signale wir hatten und sowas. Das ist ein bisschen blöde, weil da musst du wirklich, 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 wirklich erschwimmen. Muss man wirklich, ja, man muss wirklich mit jeder kleinsten Aufmerksamkeit hier auf der Strecke sein, wenn man so fährt. Das ist echt ordentlich, ne? Wisst auf jeden Fall Bescheid. So, da oben. Ah, Tag, Kollege, hallo. Ich habe gedacht, ich grüße ihn mal. Also, hier ist kein Halt, soweit ich weiß, dass da rechts ist. Das ist ein zugewucherter Bahnhof. Da müssen wir nicht halten. Ich habe das auch gar nicht eingetragen im Streckenmonitor. Da würde ich jetzt gerne mal reinschalten, aber sonst verpasse ich wieder irgendwas. Das ist nicht so toll. Habe ich mal gehört. Es führt größtenteils nur zu Unfällen. Ach, sagen wir, oh. Siehst du, ich habe schon die 60er-Ankündigung verpasst, ne? Die habe ich schon wieder verpasst. Ich glaube, die war vor dem anderen Tunnel. Ja, ist ungefähr von einem Kilometer. Seht ihr, was man alles verpasst, wenn man mal ganz kurz nicht hinguckt? Das ist echt schlimm. Also Hut ab an alle Zugfahrer, die wirklich in jedem Moment hier volle Aufmerksamkeit haben. Hab ich nicht, wie es aussieht. So, einmal hier. Ach, das hier dürfte ab unser Halt sein. Auch wenn das auch ein bisschen zugewuchert ist. Hier halten wir, soweit ich weiß. Sehr piepknapp vorne, aber wir halten hier. Wovon es blinkt schon weiß, das heißt, der Bahnübergang ist auf jeden Fall mal für uns. Zack. Passierbar. Türen sind offen. Wunderbar. Was haben wir hier? Marienwald Wallfahrtsort. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass dies hier der Wallfahrtsort ist. Was macht ihr hier so? Auf die Uhr gucken. Ich glaube, sie möchte... Die möchten beide andeuten, dass sie von dem anderen unglaublich gelangweilt sind. Was haben wir hier noch Schönes? Die Kirche ist echt klasse gemacht bei den Strahlern hier. Auch wenn die, glaube ich, moderne Platzgestalter hier in den Boden versenkt hätten, weil so sieht das ein bisschen, naja, komisch aus. Eine Statue da vorne ist die... Die dreht sich mit. Warum zur Hölle ist die so gemacht wie diese Pflanzen? Die Pflanzen machen mir auch immer Angst, die drehen sich nämlich mit. Das haben wir besser gemacht als bei Omsi, muss ich sagen. So, haben wir alle drin. Ist zu wunderbar, das heißt, wir können immer weiter. Zug, dankeschön. Jo, ja, ich fahre ein bisschen ruckig an, weil ich eben nicht weiß, wo Neutralposition ist. Ich habe ja nicht so ein tolles Dingensystem, wo ich hier so einen Hebel rumfliegen habe, sondern man weiß eben nicht, wenn man in einer random Bremsstellung war, wie man dann wieder nach vorne kommt. Das ist ein bisschen, ja, erfordert etwas Fingerspitzengefühl, welches ich nicht besitze. So, auf 60 dürfen wir hoch hier. Und vielleicht ein bisschen schneller, genau, so. Sonst kommen wir gar nicht mehr vorwärts heute, das geht ja jahrlich. Oh, Emma. Genau, das dürfen wir nicht vergessen, weil das sind die wichtigsten Signale. Ach gut, wegen diesen kleinen Abschnitten hier, wegen sowas da. Gut, das ist verständlich. Die wir hier anscheinend relativ häufig treffen, was auch cool ist. Im noch etwas Norden, Osten, Süden, westlicheren Teil der Strecke, also wenn wir noch ein bisschen westlicher kommen. Dann kommen wir an einen Punkt, wo das so ist, dass man ab und an mal 10 km/h fahren muss. Also fast stehen bleiben. Und dann geht quasi der Bahnübergang vor einem runter und dann darf man durchfahren. Das heißt, man hält quasi fast an. Dann geht der Bahnübergang runter, dann muss man einmal pfeifen und dann darf man rüber. So, das finde ich eben echt cool gemacht, muss ich sagen. Also gerade der Teil der Strecke, der noch ein bisschen weiter geht, den ich mir halt leider nicht legen können mit unserer E-Lok. Hä, Klajosch, du hättest dir jetzt hier noch so eine 218 ranholen. Da ist keine Tür. Ach, die laufen auch nur durch uns durch. Pfadverlegung for the win. Was wollte ich erzählen? Genau. Häng einfach eine 218er dran und dann... und dann läuft das. Bestimmt. Voll die gute Idee. Hier sogar mit DB-Zentrum, mit Marienwald. Hollala. Hier mit DB-Lounge. Fahrkarten und so. Hollala. Haben sie schon ein bisschen was auf dem Land? Lassen sich echt was leisten hier. Super. Aber wir dürfen fahren. Das ist beruhigend. So, einmal hier. Erste Anfahrstufe und dann so ein bisschen hoch hier. Das ist super mit den Leuten. Das gefällt mir. Ja, ist sehr bugfrei hier. So, haben wir da irgendwie... Nö. Keine andere Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, die 60 dürfen wir beibehalten. Ich hoffe, ich habe kein Schild übersehen. Sonst fahre ich immer zu schnell und dann entgleisen wir gleich. Aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Warum denn auch? Ich meine, ich bin ja gefahren. Wie soll da auch was passieren? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, wirklich nicht. Kein bisschen. Okay, eigentlich schon. Eigentlich kann gerade, weil ich fahre, relativ viel passieren. Aber das ist Utopie. Das muss, also das kann man natürlich so hinstellen. Muss man aber nicht. Also,
Man könnte jetzt sagen, Josh ist zu blöd zum Fahren. Also das ist natürlich die eine extreme Sicht. Also das kann man so annehmen. Muss man aber nicht. Also, ich meine schon, das ist schon, was er macht, ist jetzt nicht unbedingt so ganz so das Gelbe vom Ei. Also, ich würde es nicht sagen, dass das Mist ist, was er da zusammenfährt, aber eigentlich ist das schon richtig schäbig. Süß. So, Vorsignal zeigt grün. Oh, es ist schön hier. Nicht viel los, wie es aussieht, und einfach mal ein bisschen grün haben, ne? Es dürfte aber vielleicht auch bald an einen Bahnhof kommen, weil warum sonst sollten wir Vorsignal haben, was uns irgendwie Weichenwechsel erleichtert oder sowas, wenn wir sonst so eine eingleisige Strecke haben. Oh, 50. Wo waren die denn angekündigt? Vielleicht gar nicht, weil vielleicht 10 km/h Sprünge nicht unbedingt sinnvoll sind anzukündigen. Ich weiß es gar nicht. Kann man halten, wie man möchte. So, links wieder kein Strom, wie wir da haben. So, einmal ein Bahnübergang, der sieht aber gut gesichert aus. So, mit Schranke sogar, ist ja der Hammer. Und wieder vorne erreichen wir dann den nächsten Halt, von dem ich nicht weiß, wie er heißt. Marienbaum, okay. Marienbaum, Bahnhof, ja, Bahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wisst ihr Bescheid, Marienbaum, ach süß. Oh. Ich bin natürlich professionell, müsst ihr wissen. Oh, warte mal, falsche Richtung. Jo. Toll gehalten. Oh, ein Aldi-Markt-LKW. Wir sind anscheinend im Aldi-Nord-Bereich, wie es aussieht. So einmal hier. Auf damit. Dann dürfte es auch nicht mehr allzu weit sein. Jetzt habe ich immer Gelegenheit, da drauf zu gucken. Genau, Marienbaum. Ach, Marienwald war das andere. Marienbaum, Mariental und dann... Genau, und dann hört eben hier die elektrifizierte Strecke auf. In Wildau, da geht es dann hier nur noch unelektrifiziert weiter. Für uns hat leider nicht. Für andere Züge, wie zum Beispiel Dampfzüge oder sowas. Ich weiß gar nicht, was da dann verkehren sollte. Vielleicht fährt auch gar kein Zug mehr lang, nur noch Sonderfahrten. Der Carsten hat auch mal ein Video dazu gemacht. Vor langer, langer Zeit mit einem Dampfzug hier durchs Köblitzer Bergland. Und da ist er mit dem Dampfzug hier die Strecke abgefahren. So haben wir denn... Aber wir haben sogar schon zu. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe den Sound gar nichts gehört. Ja, als ob ich mal drauf achten, gell? Verspätung incoming des Todes. So, 50 eigentlich nur, gell? Schade aber auch. Ich würde gerne ein bisschen schneller fahren. Boah, oben die stauen sie aber auch ordentlich auf der Brücke. Aber hey, was willst du machen? Ja, okay, immer noch 50. Gut, dann halten wir uns eben dran. Kannst du nichts machen. Kannst du einfach nichts machen. Kein Pfeifen vor dem Tunnel. Machen wir trotzdem. Auch wenn es nicht angekündigt ist, machen wir es einfach trotzdem, weil ich das für ein durchaus wichtiges Signalzeichen halte, ganz klar. Und es einfach elementar wichtig zur Sicherung des Zugverkehrs hier im Köpitzer Bergland ist. Weil warum macht das Sinn, vor dem Tunnel zu hupen? Ich weiß es nicht. Wenn da jemand drin ist, dann... Der kommt eh nicht mehr raus. Da kannst du machen, was du willst. Der ist einfach da drin. Schade natürlich für ihn einerseits, aber andererseits ist das natürlich einfach eine Tatsache. Da machst du halt nichts, meine Damen und Herren. Ne? Das ist nun mal einfach so und gibt nun mal einfach mal Tatsachen, die muss man einfach so hinnehmen und dann kannst du halt nichts tun. Ist einfach so. Jo, Geschwindigkeit passt einigermaßen, immer so ein ganz bisschen über dem Ding. Wir haben ja, glaube ich, ich habe kein Zugsicherungssystem aktiviert. Ja, fahr doch mal mit SIFA und sowas. Ja. Letztes Mal habe ich schon aus Versehen die AFB, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das hat die AFB eingeschaltet. Ja, genau. Und die LZB hat sich irgendwie selber zugeschaltet und ja. Aufgrund dessen kam es dann dazu, dass wir dann doch mit sehr viel Hilfssystem gefahren sind. Auf der letzten Fahrt in Richtung Karlsruhe, ist auch schon ein bisschen her. Und heute ist es jetzt eben so, dass wir... ohne ganz viel Schnickschnack fahren, dafür auf einer schönen, gemütlichen, eingleisigen Strecke. Auch wenn ich vielleicht gerne mal wieder aus dem Tunnel rauskommen würde, es ist etwas öde hier drin. So ein bisschen. Bisschen arg. Ich würde gerne mal wieder was sehen, außer so eine Neonröhre. Ja, die habe ich jetzt angehubt, weil es macht Sinn. Jo, kommen wir denn... Oh, Tageslicht. Tageslicht. Ich glaube, das war jetzt eine der letzten Tunnels. Oder da dürfen wir auch wieder auf der Geschwindigkeitsskala weiter nach oben und zwar bis auf 100. Wunderbar.
gleich wieder reinhauen hier. Müssen wir gleich mal ausnutzen. Bis dann gleich eben in unserem vorletzten Haltepunkt zum Stehen kommt. Das ist, ich glaube, es war ein Haltepunkt, es war kein Bahnhof. Weil ein Haltepunkt ist ein Haltepunkt, wo eben nur einfach nur so ein Bahnsteig ist, wo man nicht bahnhofstechnisch mehrere Gleise hat und Möglichkeit zwischen diesen zu wechseln, bla bla bla. Dürfte eigentlich nur ein Haltepunkt sein. So, 100 waren es da, glaube ich, und keine 90. Heißt, wir dürfen sogar noch 1 km/h schneller werden. Oh, jetzt haben wir den aber schon. Jetzt ist genug. Also jetzt ist schon, oh. Aber jetzt ist ein bisschen too much, Josh. Jetzt ist ein bisschen, also, mal schon Gang rund. Oh, also jetzt, aber jetzt geht's gar nicht mehr. Also diese 2 km/h, die werden dich umbringen. Wirklich? Dann habe ich Angst. Okay, die 4 km/h vielleicht wirklich. Dann gehen wir ein bisschen zurück. So ein bisschen vielleicht regelkonform fahren. Wenn man schon hier einen auf professionell macht und kein User-Interface braucht, dann... Oder der Meinung ist, keins zu brauchen zu müssen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, gerade auf so Schnellfahrstrecken werdet ihr das trotzdem noch eine Weile lang bei mir sehen, weil Lust auf Zwangsbremsung und sowas habe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht wirklich. Das ist ein bisschen was, was ich nicht ganz so spannend finde. Und von dem her, ja, wo haben wir überhaupt diesen Haltepunkt? Da vorne schon, oder? Sieht danach aus, das heißt, wir können ja schon ein bisschen langsamer werden. Nächster Halt, boah, hab ich wieder vergessen. Ihr habt es wieder vergessen. Ausstieg befindet sich auf jeden Fall in Fahrtrichtung links. Die Frage ist, sie wissen zwar nicht, wo sie sich befinden, aber sie wissen für den Fall, dass sie hier aussteigen. Ach, Marienthal. Wie viele Mariendinger es hier gibt, das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall wissen sie, dass sie in Fahrtrichtung links aussteigen sollen. Das ist wichtig, weil ich das sag. Einfach, weil es so ist. So, was haben wir hier Schönes? Boah, sogar mit Bahnhofsgelände, die beleuchtet sind. So, Kollege, wie sieht es mit dir aus? Was machst du hier? Wartest auf den nächsten Zug, wartest auf den Kollegen. Schaust dich um, sodass dich keiner bemerkt. Okay, es ist wichtig. Immer schön unschuldig tun. So, hier ist Taxi. Kein Taxi da. Aber Perforation von... Es ist ein Parkett. Sieht mir stark nach Parketttextur aus. Oder einem mit dem Traktor drüber gefahren. Aber echt schnuckelig hier, muss ich sagen. Das gefällt mir hier. So, abfahren dürfen wir auch schon wieder. Das ist ja der Burner. Auf in Richtung... Ich hab's nicht wieder vergessen. Wildau. Nein, ich hab's nicht wieder vergessen. Nein, hab ich nicht. Wildau, das war das Kaff. Nee, Kaff ist das nicht. Es hat voll den großen Bahnhof, von dem her. Sollte ich, glaube ich, ganz mal ruhig sein mit meinem Kaff hier, ne? Sollte ich vielleicht wirklich mal. So, auf die 100 hoch dürfen wir. Denke ich mal, wir haben keine andere Anweisung bekommen. 98, 99 und einmal auf die 100. Zack. So, minimale Beschleunigungsstufe und dann sollten wir einigermaßen die Geschwindigkeit halten. Denke ich mal, es geht bergauf und das Szenario stürzt ab. Seit wann stürzt der Train Simulator ab? Ich meine, mich hat es ja schon gewundert, dass neulich, also ETS abgeschmiert ist. Das fand ich schon ziemlich strange. Weil ETS ist sonst auch so ein Spiel, was eigentlich nicht abschmiert. Haben sie schon. Also ich bin diese Strecke hier Test gefahren und ich bin bis zum Ende gekommen. Ich habe das, wo ich das Test gefahren bin, es ist also kein Fehler, der jetzt hier entstanden ist, wegen irgendwelchen nicht vorhandenen Objekten. Das Spiel ist jetzt gerade wirklich in diesem Moment abgeschmiert. Ja. Schön. Ich würde zwar gerne euch noch Wildau zeigen, aber irgendwie möchte das Spiel nicht. Nur ihr habt mir so Mühe gegeben. Und das Szenario sogar irgendwie benannt. Irgendwie, das heißt irgendwie Josh-Test oder sowas in der Art. Ja, aber ich würde sagen, das war es einfach mal für heute. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal bis hierher zu fahren, um dann die letzten 3-4 Meter hier nochmal zu drehen. Also das kannst du dir ganz ehrlich abschminken. Genau, du, der jetzt gerade der Meinung ist, dass ich das mache. Ich mach das nicht. Also, muss nur mal gesagt werden, weil das wäre etwas sehr... Also, nee, mache ich dann doch nicht. Trotzdem auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und deswegen sind auch die Folgen ein bisschen kürzer. So ein bisschen. Schlag mich nicht dafür. Ist das Spiel schuld. Aber Ton haben wir noch, gell? Lass mich mal kurz hören. Ja, laut Ton fährt der Zug noch. Man kann ja aber auch nicht steuern. Und nicht hupen. Gut, das heißt, das ist wirklich abgeschmiert. Seit wann schmiert der Train Simulator ab? Was habt ihr falsch gemacht, Leute? Oder ich hab was falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Naja. Ich sag tschüss, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, ja, in der nächsten Folge wieder. Tschüss!